Den Edden kann ich prinzipiell aufwerten, aber ich glaube, man kann ihn hier irgendwie auf dem Planeten, kann man dafür sorgen, dass jetzt ein Jedi ausgebildet wird. Da muss man mit irgendeinem so Typen reden, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, wo die genau zu finden sind. Geht's weit, Mensch? Wir waren euch, aber ihr wollt ja nicht hören. Meine Breche, da kommst du nicht weit. Nein, seht doch. Ihr könnt uns nicht im Flüchtlingssektor gefangen halten. Wir können ja nicht überleben. Ihr habt uns eingesperrt. Okay, eure Plötzlich. Er ist dort, nicht hier. Noch ein Mensch. Was gibt's hier zu sehen? Ein paar Feiglinge, die nicht den Mumheim zu kennen. Mehr als ein Mensch, etwas besser, mehr Blut. Geht so weit, Mensch, wir warten euch. Beinbrechen. Nein, seht doch, ihr könnt uns nicht im Flüchtlingssektor gefangen halten. Wir können ja nicht überleben, ihr habt uns eingesperrt. Er hat keine Chance. Was ist jetzt los hier? Eine da war Schicksal ich irgendwie im Dialog gefangen wieder, obwohl ich im Kampf war. Das war ja ganz merkwürdig gerade. Ja, wir mussten den retten. Das war das ist ja wohl selbsterklärend. Danke für die Hilfe. Die hätten mich sicher zum Krüppel geschlagen. Da ist was dran. Ich konnte doch nicht tatenlos zusehen. Was wollten sie denn von euch? Wir arbeiten für die Exchange. Für einen Quarren namens Viscus. Er will sich bei der Exchange nach oben arbeiten. Die einzige Sprache, die Exchange versteht, ist Geld. Deshalb versucht Viscus, seinen Gewinn zu erhöhen, indem er die Flüchtlinge hier auf Nar Shaddaa als billige Arbeitskräfte missbraucht. Wir sind für ihn nur Sklaven und Handelsgut. Er will uns alle an einem Ort haben, damit er uns unter Kontrolle hat. So war es schon immer. Aber in letzter Zeit... Und wo finde ich den? Gar nicht. Er kommt zu euch, wenn er einen Grund dafür hat. Weil ihr ihm helfen könnt. Oder weil ihr ihm Ärger macht. Beides ist keine Freude. Und was macht der Flüchtlingssektor? Die Exchange setzt im Flüchtlingssektor momentan ziemlich zu. Ich habe keine Ahnung, warum. Sie entführen Leute, verprügeln sie, ohne besonderen Grund. Schön, dass ich helfen konnte. Verschwinden Sie, bevor es wieder Ärger gibt. Warum auch immer ihr das macht. Danke. So, da kriegen wir erstmal helle Seitepunkte. Das freut mich doch. Hier hast du mal was Habt zu sagen. Ein paar Credits übrig, mein Freund? Wir haben außerhalb Informationen. Okay. Ich kenne mich eigentlich nur im Flüchtlingssektor aus, aber ich sage euch alles, was ich weiß. Seht mir vom Flüchtlingssektor. Im Sektor leben Flüchtlinge des Jedi-Bürgerkrieges und Flüchtlinge der Mandalorianischen Kriege. Sowohl das Flüchtlinge ist natürlich, als auch Kriegsveteranen. Und alle anderen, die im Krieg ihre Heimat verloren haben. Das sind wohl einige. Die Jedi haben in der ganzen Galaxis viele Planeten zerstört. Und hier wurde das Treibgut angeschwemmt. Das waren nicht die, das waren die Sith. Das ist doch Jacke wie Hose. Im Kreuzfeuer kann man sie schwer auseinanderhalten. Und die Sith wurden schließlich von den Jedi angeführt. Welchen Unterschied macht das schon? Kennt ihr jemanden namens Zek Kael? Nein, sollte ich? Klingt nicht nach einem Hutten. Ist er ein Kopfgeldjäger oder ein hohes Tier bei der Exchange? Im Sektor leben der kennt Flüchtlinge ihn offenbar des nicht. Jedi-Bürgerkrieges, sowohl Flüchtlinge als auch Kriegsveteranen. Auf Jedi ist er ja auch nicht so gut zu sprechen, und also... alle anderen, die im Krieg ihr... Ja, das kennen wir ja schon. Ihr habt mir doch ein paar Credits versprochen, mein Freund. Ja, natürlich. Hier sind 5 Credits. Und noch was. Ihr seid offensichtlich neu hier. Das sieht sogar ein Blinder mit Krückstock. Nar Shaddaa ist ein raues Pflaster. Man kann sich hier leicht verlaufen.
Wenn ihr wollt, halte ich Augen und Ohren offen und halte euch auf dem Laufenden. Ja, ich weiß, was du Dann mache ich das so. Ich komme zu euch, wenn ich was Interessantes erfahre. Ja, 5 Credits kann man ja mal entbehren. Ich habe gesehen, was ihr mit den Schlägern der Exchange angestellt habt, Fremder. Habt ihr ein paar Credits für einen armen Flüchtling übrig? Ja, ich danke euch, Fremder. Ich werde eure Güte nicht vergessen. Warum habt ihr das getan? Eure Güte ändert nichts. Sein Weg ist bereits vorbestimmt. Ihm etwas zu geben, das er nicht verdient hat, ist, als würdet ihr ihm Sand in die Hände schütten. Das kann man nicht wissen, sage ich. Es Hoffnung gibt, kann jeden Tag die Erlösung kommen. War das wirklich Güte? Was, wenn er einem anderen noch größere Dunkelheit beschert, weil er einen weiteren Tag überlebt? Das könnt ihr nicht wissen. Die Macht verbindet alle Dinge. Der kleinste Schub, die kleinste Berührung sendet Echos durch das Leben. Selbst eine gute Tat kann schlimmere Folgen haben, als man ahnt oder sieht. Indem ihr ihm etwas gab, das er nicht verdient hat, habt ihr ihn vielleicht nur zu einem Ziel gemacht. Das Glück eines anderen zieht oft die neidvollen Blicke der Leidenden auf sich. Und vielleicht habt ihr nur noch mehr Schmerz verursacht. Hört auf meinen Rat. Seid weder gütig noch wohltätig. Sonst richtet ihr mit offener Hand mehr Schaden an, als mit geschlossener Faust. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Denkt an meine Worte. Nutzt eure Macht aber zur rechten Zeit und am rechten Ort. Ja, dann haben wir ein bisschen Einfluss bei Krea gewonnen. Das ist doch auch ganz gut. So Swoop-Garage, da haben wir hier irgendwie so... Und was wollte er? Nicht viel, nur Antworten auf ein paar Fragen. Wirklich? Interessant. Ah ja, das hat zwar nichts mit der Swoop-Garage zu tun, aber... egal. Eine Metallkiste. Ja, da nehmen wir doch mal alles mit. Da haben wir noch eine Tür. Haben wir auch noch eine Tür. Hallo, The Bürger. Die Kopfgeldjäger verhalten sich in letzter Zeit ziemlich ruhig. Als ob sie auf etwas warten. Ah ja, als ob sie auf etwas warten. Ja, was wird das wohl sein? So, dann, was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch irgendwas in der Swoop-Garage? Haben wir noch eine Metallkiste? Das nehmen wir doch alles mal mit. Da haben wir noch eine Wehrspang. Da haben wir, da geht's auch noch weiter. Ich bin TT32, das 32 warten wir im Dienst meines Meisters. Wie kann ich Ihnen helfen? 32. Modell. Oh ja, die 31 Modell von mir, mein Meister, die Schaden haben sich alle durch eine Explosion mein Meister Tin trifft, aber keine Schuld. Er ist einfach aufgrund des Alters seines schwachen Augens nichts vergesslich. Ich bin äußerst stolz, so lange überlebt zu haben. Explosion? Ja, hier in der Grabe sind viele Unfälle geschehen. Manchmal kommt es vor, dass Geräte falsch eingesetzt sind, Ruinen oder ihre umliegenden Umgebung. Aber ich bitte, ignorieren Sie Carbonschäden an der Wand. Unfälle kommen nur unregelmäßig vor. Und Meister Lin ist wirklich ein Meister seines Fachs. Hast du Ausrüstung? Ich fürchte, alle Transaktionen müssen von Meister Lin abgewickelt werden. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Ich gehe dann jetzt. Bei dem kommen wir offenbar nicht so ohne weiteres weiter. Hier Meister. Ich klau dir erstmal was. Stört ihn doch nicht weiter, nehme ich mal an.
Wo habt ihr nur Hühnerschwellergassen? Hä? Wer ist das? Ist da jemand? Heben Sie das Kind um 5 Grad und drehen Sie den Korb um 50 Grad nach rechts, Meister Chin. Ah, die Dunkel hat meine Augen gefallen. Ein Flug des Alters. Was führt euch zu mir, Besucher? Willkommen in Chins Werkstatt. Meine Augen sind trübe, aber ich sehe, dass ihr etwas von mir wollt. Könnt ihr die ID Transponder-Codes eines Schiffs ändern? Werde ich illegal die Regierungsleute mit Bonsi schockern, sehe ich nicht gerne. Üble Probleme mit Teen. Kann ich euch für eure Zeit bezahlen? Es ist keine Frage des Geldes, sondern eine freie Ausführung. Transponder-Karten können nun mal nicht geschrieben werden. Ich habe keine. Ich brauche neue Transponder-Karten, die ihr benutzen wollt. Oder eine leere Karte mit. Oder eine. Bringt es mir und wir reden über eure Bezahlung. Kann ich Ausrüstung kaufen? Ja, gut, hier kann ich Kriegen und sowas kaufen. Nee, Waffen gibt's nicht, Rüstung, ja. Der hat jetzt, glaube ich, nichts, was ich irgendwie brauchen würde. Also, wir sollen dem irgendwie erstmal hier die Karte, kann ich auch mal nicht ganz ausleuchten, das ist ja auch ganz toll. Bitte entschuldigen Sie eine Frage, bevor Sie gehen, ob ich Sie wohl um einen Gefallen bitten dürfte? Mir ist zu Ohren gekommen, dass mein Vorgänger von Meister Team nicht fahrlässig zerstört wurde. Was ist ihm passiert? Nach dem letzten Unfall hier in der Garage wurde er verschrottet. Er wurde von einem Schrottling gekauft, einem mechanischen Kannibal namens Kodin. Welches Biest, große Stoße, sehr unangenehmer Zeitgenosse. Und was soll ich für dich tun? Ich habe mich gefragt, ob sie ihn vielleicht zurückbringen könnten. Natürlich aus nostalgischen Gründen. Herr Kernschweiger sagt, Astro-Historien enthält einige von Meister Jeans Plänen, die recht dringend zurückgebracht werden müssten. Was für Pläne? Oh, das darf ich wirklich nicht verraten. Sie sind geheim. Sagen wir, sie werden benötigt. Sind doch nicht gefährlich, oder? Oh nein, es handelt sich um Baupläne für den Prototyp eines neuen Swoop-Motors. Wirklich faszinierend. Eine sehr selten geniale. Natürlich wird mir gerade bewusst, dass ich Ihnen das nicht hätte verraten dürfen und die Pläne ein Geheimnis sein sollten. Ich fürchte, wir benötigen die Pläne, wenn wir das Geschäft weiterführen wollen. Und Meister Teens Finanzen ist es nicht gut bestellt. Wenn ich doch der Fälle einen Gratis-Exemplar bekomme, mache ich es. Oh, ich danke Ihnen. Ich wusste, dass Sie ein hilfsbereites Wesen sind, aber es ist meine Fotorezeptoren, die das erste Mal registrierten. Wenn Sie den Cash meines Vorgängers beschaffen können, ich die ID Ihres Schiffs bearbeiten. Natürlich unter Anleitung von Meister Teens. Wie sieht dieser Droide denn eigentlich aus? Er ist ein kleiner Astromechoide, IC-31, er ist braun, ein Weg mitgenommen, aber er ist so ja und pflichtbewusst. Und wo finde ich Kodin? Er arbeitet im Flüchtlingssektor, umgehend vor einem Friedhof voller armer Droiden. Bitte seien Sie vorsichtig, selbst für einen aquasischen Droiden ein unangenehmer Zeitgenosse. Ich gehe dann jetzt. Dann sollen wir jetzt diesen komischen Droiden da finden. Ich speichere nochmal, man weiß ja nie. Und dann wollen wir nochmal hier gucken. Hier waren wir ja eben schon durch diese ganzen Räume. Da geht es auch noch irgendwo hin um die Ecke. Da ist aber eine Tür nochmal in den gleichen Raum, wo wir eben schon waren. Das ist jetzt nicht so spannend. Wen haben wir da? Hey, Rattrin, ich hab das Schiff gesehen, mit dem ihr gekommen seid. Mein Schiff! Warum denkt ihr, das ist euer Schiff? Das ist doch die Eben Hawk, oder? Ja. Die wurde mir gegen Ende der Mandalorianischen Kriege bei einem Routineflug im Midrim gestohlen. Geht mir nicht um mehr Ärger bekommen. Das werden wir ja sehen. Sei auf der Hut. Na, Shadar kann ziemlich gefährlich sein. Ich schieße ihm in den Rücken. Muss ja keiner wissen. Da hast du recht. Da löst er sich erstmal in Luft auf. Das ist so ein Machtgeist irgendwie. Da geht's in den Flüchtlingssektor. Da gehen wir aber gleich rein. Dann. Hier geht's irgendwo um die Ecke.
Da ist auch noch eine Tür, da speichere ich doch trotzdem nochmal. Man weiß ja nie, was dahinter steht. Ah ja, sag ich doch. Wenn ich so sage, ist alles hier. Ich habe dir tausendmal gesagt, was soll ich denn mit zwei? Wirst du mich bezahlen für die beiden? Was? Hinter euch, wer mit deinem doppelten Lecko über den Kamin hängt, klick. Du hast keinen am Leben, Alter. Da werde ich hier gleich verdächtigt, hier in den Hinterhalt die zu locken. Die sind auch, sag mal, hat denn der Etten keine Ausrüstung? Was denn da los? Der muss natürlich hier, 14. Ja, das nehmen wir doch. So, du lähmst den, tötest den und wenn du damit fertig bist, machst du hier Unruhe. Sag einfach Bescheid. Eine Schwäche wird offenbar. Ihr seid kein Gegner für uns. Ganz genau. Runter, alle! Ach. Dass wir gleich verdächtig werden, dass wir irgendwie mit dem einen Typ zusammenhängen. Ich mach dich fertig! Du kannst doch nicht den Edna angreifen, den brauchen wir noch. Schön, dass alle Türen aufgehen, sobald er stirbt. Lebenserhaltungskit. Ishani-Schild. Hier darf ich die Dinger da nicht aufheben. Haben wir noch irgendwo Überreste oder war es das jetzt? Da haben wir noch eine Dau-Kiste. So, speichern. So, dann haben wir das auch mal gemacht. Dann haben wir jetzt die alle umgebracht, weil sie alle meinten, wir wären ja voll die Verbrecher. Mein Leben gehört euch. Ja, du nutzt mal deine Macht, damit ich meine nicht nutzen muss. Der Etten ist nicht mehr so gesund. Wunda, hallo. Ihr aussieht wie Mensch, der gutes Angebot will. Ja, nein, hier keine schlechte Ware. Nur gute Waffen, gute Rüstung. Kein Kredit, nur bar bezahlen, alle Ware. Sehen um euch, aber seht nicht zu lange. Viele Kunden warten. Ich sehe keine wartenden Kunden. Was wisst ihr schon, Mensch? Ihr dank Kunden gehen um Schutter, rojanisches Weib, ihr Falschen. Beruhigt, ich sage ja nur, dass ich keine Kunden sehe. Warum sehen keine Kunden? Ich sage euch warum. Rojanisches Weib, geht da, mir stehen die Kunden, nehmen sie mir weg. Die zahlen viel Geld, sie weg, machen weg, tot, kaputt, sie wischen weg, wie... wenn sie Geschäft stehen, kann ich ja mal mit ihr reden. Ihr sie wegmachen, tot, kaputt, kann euch nicht bieten, Kredit, aber kann machen Ware billiger, wirklich billiger, sodass es sich lohnt für euch. Also in sowas will ich mich eigentlich nicht einigen. Ihr macht Verbrechen, wollt gefallen tun und dann plötzlich kleine Ausschreiber? Nein, ich sage, ihr tun, macht ein Angebot, ihr Angebot annehmen, jetzt nichts mehr kneifen. Ich habe euch gar nichts versprochen. Ihr euch kümmern um Royal erst, dann geben euch billige Waffen, billige Rüstung, los. Ja, der will, dass wir die umbringen. Das ist ja ganz beruhigend. Eure Gedanken werden gestört. Ich spüre sie in weiter Ferne. Wie einen Schauer, der euch durchläuft. Ach so. Ich weiß nicht, ich fühle mich plötzlich so seltsam. Es ist Nar Shaddaa. Das wahre Nar Shaddaa, das ihr um euch herum spürt. Aha. Ihr spürt den Mond. Bar jeden Metalls. Jeder Maschine.
Und ihr spürt die Strömungen der Macht. Das Geräusch, die Vibration ist wirklich stark. Ich weiß nicht, dass ihr es spüren könnt. Ich hatte befürchtet, eure Wahrnehmung solcher Dinge wäre abgetötet worden. Was ich höre auch immer, dass die unter dir so gar nicht passen sehen, was da gesagt wird. Kreaturen in der Macht. Ihre Wut, ihre Gier, ihre Verzweiflung. Das ist das Leben. Ach so. Aber Wut und Verzweiflung, wie kann man das heilen? Man könnte genauso gut versuchen, das Universum zu heilen. Aber eine solche Manipulation ist möglich. Ja. Man muss den kritischen Punkt in der zerstörten Masse finden und ihn so ansprechen, dass die Echos zu eurem gewünschten Ziel reisen. Ja, dann ist eine solche Kontrolle möglich. Nicht so, wie ihr denkt. Die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu beeinflussen, sie zu beherrschen, erlangt man nicht durch rohe Gewalt. Ach so. Manipulation geschieht, indem man alle Ereignisse oder nur bestimmte in Gang setzt. Durch Lehren, durch Vorbilder, durch Überzeugung. Interessant. Die größten Siege bestehen nicht etwa in Manipulationen, sondern darin, anderen die Augen zu öffnen. Ihnen die Wahrheit, an die man selbst glaubt, zu offenbaren. Das ist interessant. Sie als Echo um euch herum zu hören im Leben. Aber lasst uns schweigen. Worte und Gedanken sind nur Ablenkungen. Ja. Spürt diesen Moment, solange er noch andauert. Spürt das Leben, das reine Leben, ohne äußere Einflüsse.